5. Mai 2018, 200. Geburtstag von Karl Marx. Alter Mann, hohe Stirn, weiße Haare, wilder Bart. Philosoph, Ökonom, politisch, schon oft für tot erklärt. Für viele aber immer noch präsent. Verfasser von Das Kapital. 1867 erscheint der erste Band. 150 Jahre alt. Aber bis heute die umfassendste Darstellung und Kritik der noch immer herrschenden Produktionsweise. Das Kapital ist keine Anleitung zur Überwindung des Kapitalismus. Auch kein Bauplan für den Sozialismus. Marx' Gedanken und Analysen wurden immer wieder interpretiert, verändert, kritisiert. Von verschiedenen Seiten. Mit unterschiedlichen Zielen. Auch die russische Revolution von 1917 bezog sich auf Marx. Heute ist der Aufbau des Sozialismus auf der Welt gescheitert. Mit verheerenden Folgen. Der Kapitalismus nicht überwunden. Aber 200 Jahre Karl Marx, 150 Jahre das Kapital und 100 Jahre russische Revolution sind Anlass für eine neue Auseinandersetzung. Kritisch, würdigend. Auf marx200.org.